Hallo YouTube und herzlich willkommen zurück zu Phasmophobia. Wir spielen jetzt im Draft ein Farmhaus, wird auch Profi. Einfach ganz entspannt, würde ich sagen. Gucken wir mal ein bisschen, was hier abgeht. Parabolmikrofon brauchen wir sowieso. Sanity unter 25 bringen und ein Geister-Event, alles klar. Soll der Mondschein sein, oder was? Es sieht ja mal so scheiße aus, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie ihr das seht gerade. Aber es sind so richtige Lasersonnenstrahlen, Mondlichter so. Das ist nicht, wie Mondlicht funktioniert. Sieht schrecklich aus. Naja. Ja, Skybox, Tag oder so. Okay. Da hängt sich so eine Bilder an die Wand. Das ist so ekelhaft, ey. Ich erschrecke mich da jedes Mal vor. Wir haben El Spiglo. Oh, wir gucken gleich mal rein. Was war denn das? Also ich weiß, wo es ist, aber was war das? Das klang ja abartig. Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Ich dachte, er ist hunted jetzt oder so. Ganz merkwürdig. Bist du hier? Zeig dich. Ich habe sehr viele Dokumentationen gesehen über den Zweiten Weltkrieg und so, ne? Das könnte ja echt irgendwie sowas sein aus der Zeit. Na gut, du bist also hier, das ist ja schon mal schön. Na gut, die üblichen drei Sachen erstmal hier reinbringen. Okay, hier, schreibe mir einen Liebesbrief. So. Schön, wie das Dots jetzt da oben ein bisschen durchscheint. Sieht super geil aus. Wir gucken mal eben ganz kurz auf der Karte, wo der Breaker ist. Da muss ich hier nicht durchs Haus rennen und die Dinger abklappern. Ich glaube, der wird oben sein. Hinten drin. Sehr gut. Geisterbox nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Sanity ist noch okay. Alter, das sieht ja... So, ihr wisst jetzt, welcher Thumbnail kommt, ne? Oder eher, ihr wisst jetzt, wo ich das Thumbnail her habe. Wie kommt es eigentlich immer, dass wenn ich einen Breaker anmache, mich nach rechts drehe, ich Brüste sehe? Ich will mich nicht beschweren. Jeder weiß, gute Brüste zu schätzen. Warum liegt der Spiegel denn hier? Selber gemacht. Knochen hatte ich noch nicht, ne? Ne. So. Hiding Spot, okay. Aber solche Hiding Spots, so sicher sie auch sind, sind jetzt halt auch eine Todesfalle, ne? Wenn es Diogen sein sollte. Aber das wissen wir ja noch gar nicht. Auch geil. Ich habe geguckt, wo der Breaker ist und nicht das ganze Haus abklappern zu müssen. Jetzt klappe ich das ganze Haus auf welchen Knochen so.
Bist du hier? Bist du da? Bist du hier? Bist du in der Nähe? Gib mir ein Zeichen. Vielleicht bist du schon gar nicht mehr hier. Du bist schon wieder abgehauen. Keinen Knochen gefunden, ich weiß nicht, wo der ist. Kann da unten nochmal unterm Esstisch gucken oder sowas. Aber ist mir dann jetzt auch egal. Gut, er ist noch da hinten drin. Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Aha! Bis später. So. Ja, keine Ahnung, wo der Knochen ist. Ich weiß es wirklich nicht. Okay, wir haben die Geisterbox. Knallt die Sonne hier gerade eine Lücke ins Bild rein, damit ich noch mehr sehe hier auf der eh schon viel zu dunklen Map. Super. Unsere Sanity ist gleich in Hunting Range. Das ist schon mal ganz gut zu wissen. Zwei Kruzifixe mit. Der Raum ist groß. Mal schnell gucken, ob wir einen Orb haben. Da ist der Orb. Sehr schön. Yokai Onryo. Okay, das heißt, Dots wäre Yokai, EMF5 kann es nicht mehr sein, Fingerabdrücke können es auch nicht mehr sein, Buch oder Gefriertemperaturen. Der wirft da Sachen durch die Gegend, na, wenn es Spaß macht. Und deswegen die Kruzifixe hoch, um uns zu beschützen. Das muss ja nicht sein, oder? Paragraph Dots? Scheiße. Hab ich gesehen. Schreibe ins Buch. Oh, du hast das Buch geschrieben. Ja, ja, ist ja gut. Das bräuchte ich mal. Samare. Gib mir ein Zeichen. Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Bist du hier? Das ist schön. Gib mir ein Zeichen. Wann ist das passiert? Normalerweise haben die doch die Animation. Das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Gib mir ein Zeichen. Der Breaker ist wieder aus. Den kann ich ja mal eben anmachen. Das habe ich gehört. Was ist dafür das komische Geräusch? Das ist das Telefon. Ich weiß, der Knochen liegt da noch. Ich dachte mir, ich nehme mal eben ein Fotoapparat und fotografiere den eben noch. Da habe ich schon mal ein Foto weniger bei diesem bisschen Affengeist da oben. Pass auf, wir machen folgendes. Wir nehmen mal Film. Dann ist er nämlich noch weniger ein Problem. Nimm Salz mit hoch und dann wird ganz entspannt jetzt.
Sehr schön. Okay, gib mir ein Zeichen. 5 Bilder noch? 3 noch. Okay, dann wollte ich nur eine Kamera haben. Gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Bist du hier? Wie alt bist du? Bist du in der Nähe? Bist du hier? Bist du da? Dann ist ja gut. Was muss ich noch mal? Parabolmikrofone. Ist der mit einem Parabolmikrofon, ja. Okay. Sanity ist noch so weit im grünen Bereich, dass ich das andere nicht brauche erstmal. Plus, ich komme da auch noch ganz gut raus. Na gut. Sehr schön, Fotos sind fertig. Gib mir ein Zeichen. Okay, das ist voll lieb von dir. Bist du so lieb? Machst du das einfach nochmal? Gib mir ein Zeichen. Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Das ist super. Vielleicht habe ich Glück und der Geist ist mit so einem Gespräch mit dem Parabolmikrofon. Dann haben wir vielleicht den Vorteil, dass wir den Weekly mal ein bisschen vorankriegen. Smudge will ich aber mitnehmen zum Schützen. Sanity müssen wir runterbringen. Geister-Event, okay. Sanity kann ich nur was im Spiegel runterbringen, das ist gar kein Problem. Aber das können wir auch entspannt machen, weil ich will ja noch das Parabolmikrofon fertig kriegen. Na, guck mal, weil er hier fleißig in Salz stapft. Gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Dankeschön. Mach das doch bitte nochmal. Erzähl mir ruhig noch mehr. Ich bin dein Freund. In erster Linie. Bis ich dein Feind bin. Aber so lange bin ich dein Freund. Knochen, wir haben die Bilder, wir haben alles. Okay. Kleiner Tipp, auch manche fragen mich schon, wie sie so ein bisschen so das Hand umgehen sollen. Nice. Stellt euch nicht so in die Ecke des Raums. Ihr kommt hier nicht mehr raus. Selbst wenn die Grace Period dafür da ist, dass man irgendwie so, 5 Sekunden hat, pass auf. 21, 22, 23. Und jetzt würde er erscheinen, uns hier sehen und schon verfolgen. Dann ist die Chance, dass man wegkommt, viel zu gering. Wenn ich aber hier stehe und dann fängt er an, man hört die Tür. 1, 2, 3. Bist du eigentlich schon hier und bist schon weit, weit aus seinem Sichtbereich. Na, nur so ein Tipp. Immer einen Hiding Spot im Rücken haben. Das zum Beispiel ist ein Hiding Spot. Und wenn ihr nicht wisst, was Hiding Spots sind, ich habe einen Guide. Müsst ihr mal die Playlist Guides gucken. Da ist eine Playlist, also in der Playlist Guides, und da ist dann auch ein Video, zumindest für die kleinen Maps, wo die ganzen Hiding Spots sind. Wenn sie da sind. Ihr müsst aber immer erst prüfen, ob sie vorhanden sind. Schon dreimal oder viermal hier reingequatscht. Da fällt mir ein, ich könnte jetzt erstmal
Unten hängen ja die Biblis im Auto. Ich könnte mal gucken, ob das überhaupt zählt mehrmals oder nicht. Oder ob das jetzt gar nicht aktualisiert wird. Kann ja auch sein. Jetzt ist er oben fleißig am Steppen. Die Weeklies. Doch, das nimmt er mit. Dreimal noch. Sehr schön. Ich nehme einen Dots mit, wenn es kann, okay? Das. Ah, der Vorhang. Ah, okay. Gut, dass ich das Matchstick dabei habe. Sieht jetzt auch gut aus von draußen. Okay, wenn wir schon mal so ein Gespräch hier haben, erzähl mir doch mal ein bisschen was. Die machen wir aus, die stört echt nur. Macht genau das, was ich vorhin gepredigt habe, was man nicht tun soll, ne? Ich frage mich, ob das hier ein Hiding Spot ist. Manchmal ist es echt merkwürdig, was Hiding Spot ist und was nicht. Ich glaube, ich probiere das einfach mal aus. Wieder hier drin. Das ist gut. Jetzt kann ich mich wieder... Na, ich muss ja immer das Mikrofon aus dem Geist ausrichten. Und jetzt ist er wieder drin. Gib mir noch ein Zeichen. Erzähl mir noch ein bisschen was. Komm. Zweimal noch. Gib mir ein Zeichen. Einmal noch. Bist du so lieb? Machst du noch einmal für mich? Weil ich so lieb zu dir bin? James Harris? Komm, wir sind doch Freunde jetzt, oder? Haben wir doch vorhin drüber gesprochen. Ich meine, du willst mich ja bestimmt nicht mehr jagen oder so, mir das Genick knacken, oder? Beziehungsweise man wird ja erwürgt und dann durch die Gegend geworfen. Dankeschön, das müsste es gewesen sein. Gehen wir mal checken. Ist voll lieb von dem, dass er so gesprächig ist. Beziehungsweise, das letzte war ein Schritt. Der kann auch Schritte aufnehmen, das Parabolmikrofon. Und ich gucke jetzt nur einmal eben, ob es als abgeschlossen gilt. Jawohl, Baby! Und das ist auch alles abgeschlossen. Wir haben die Weeklies und die Dailies fertig. Jetzt fehlt nur noch eine Aufgabe, Sanity unter 25 bringen. Das heißt, ich gucke jetzt in den Spiegel zweimal. Dann jedes Mal... Ich habe gesagt, das sieht geil aus. Sogar noch geiler. So. Jedes Mal in den Spiegel gucken kostet mich 20% Sanity. Einmal. Oh, jetzt. Wollte ich schon sagen. Gut. Okay, James, also dann, mach's gut. Wir sehen uns. Vielen Dank für deine Hilfe. Gut. Das hätten wir. Der James ist eine Mare. Wir haben alles. Alles Parabol-Dings fertig. Perfekt. Es ist nicht besonders wichtig, die Weeklies fertig zu haben, aber ich habe dann irgendwie gerne manche Sachen noch abgehakt, muss ich sagen. Wisst ihr? Das ist einfach so. Ich bin der Hakenmann. So. Nice. Okay, ich danke euch fürs Zusehen, meine Lieben. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt gesund, bis dahin und ciao.